Wenn ihr Patienten habt mit dem klassischen unteren Rückenschmerz, könnt ihr auch hier die Theragun wunderbar einsetzen. Ebenfalls die Möglichkeit, über Wärmeapplikation des Infrarotlichts zu arbeiten. Natürlich schmerzadaptiert, paravertebral den Patienten hiermit zu versorgen. Das Ganze geht wieder rein passiv in dem Gebiet oder auch aktiv. Bedeutet, wir können aus Beugung und Streckung das Ganze segmental über die Perkussionsmassage verstärken. Kann mir also exakt ein Segmentgebiet hinaus suchen oder auch flächig den gesamten Bereich bearbeiten. Das Gleiche können wir wunderbar kombinieren, indem wir einmal neutral anhalten, über die Seitneigung arbeiten, das Ganze ein bisschen in die Seite reinkippen. So kommen wir in Richtung des Quadratus lumborum, seitlich der Lendenwirbelkörper 1 bis 4 und der 12. Rippe und kann das hier auch zur Mobilisation nutzen. Gleichermaßen kann sie das auch machen, wenn sie sich dann in Seitlage begibt. Wir machen das jetzt auf der rechten Seite zum Zeigen, dadurch ist es leichter. Das Bein kommt nach hinten, so kriegen wir noch ein bisschen mehr Seitneigung in dem Gebiet hier oben und können jetzt über einen höheren Vordehnungsbereich auch hier in das Gebiet hineinarbeiten. Auch hier kann ich das Ganze ohne das Infrarotlicht einstellen, arbeite jetzt in dieses Gebiet hier hinein und dasselbe ihr dann auch als Auftrag und Eigenübung zum Beispiel mitzugeben, sodass sie sich das Ganze einmal greift und übernimmt und in dem Gebiet zum Rücken hin das Ganze entlang der Iliolumbalbänder und des Quadratus lumborum auch ausarbeiten kann. Sollte sie ebenfalls 1 bis 2 Minuten machen und danach in die Aktivität gehen, um zu testen, ob es ihr entsprechend eine Linderung erbracht hat.